So Leute, willkommen zurück zu Pokémon Saphir Nuzlocke Challenge. Im letzten Part haben wir den Fahrradweg gemacht, sind endlich Richtung Norden aufgebrochen. Ohne sich selbst zu ergeben, was haben Prinny auf die Box gelegt. Und wollen mal schauen, was jetzt hier auf uns wartet. Ist es eigentlich eine neue Route? Beziehungsweise haben wir hier schon was gefangen? Hallo ihr. Oh, wir haben hier viel los in der Träne gesehen. Okay, Kamera, interviewen wir jemanden. Ihr könnt ruhig jeden interviewen, den ihr wollt. Aber einer gehört nicht dazu und der steht vor euch. Ach ja, ihr habt ja euer unglaubliches Team. Wow. Moment mal, ich brauche irgendwas für Magnetilo, sehe ich gerade. Jam! Du musst kämpfen! Zack. Oh, die sind ganz schön. Ich habe das gewusst, dass das kommt. Natürlich habe ich gewusst, dass das kommt. Ich habe es wirklich gewusst, Leute. Das ist. Gut, dann eben nicht. Naja, ich wollte einfach nur etwas, was Magnetilo mit einem One-Hit besiegen kann. Was die beiden definitiv nicht geschafft hätten. Und ein Lebensschuss. So, und jetzt wird die Olle uns fragen, darf ich dich interviewen? Und ich würde eiskalt sagen, nein. Seriously, nein, darf sie nicht. Meine Gefühle hast du nicht getrogen. Der Trainer ist wirklich erstaunlich. Wobei doch, ich gebe dir ein Interview. Es gibt dir irgendein Wort, was überhaupt nicht passt. Erstaunlich, erstaunlich. Wer bist du? Ich wusste, wir nehmen etwas Außergewöhnliches, als ich sie gesehen habe. Oh, ich schulde dir eine Erklärung. Wir helfen das Land und führen mit Trainern Interviews. Würdest du uns auch von deiner Zeit zur Verfügung stellen? Ja, wunderbar, danke. Okay, würdest du deine Gefühle hinsichtlich unseres Kampfes beschreiben? Kurz und nett, bitte. Ja. Enttäuscht, weil ihr so unglaublich schwach wart. Mir, ja, das ist das perfekte Schlagwort. Ich habe gerade voll gedisst, Mann. Ich bin überzeugt, dass dies eine großartige TV-Sendung wäre. Vielleicht strahlen wir als Fernsehsender aus, als achte auf das Programm. Man sieht sich. Jo, bis dann. Ach, du bist eine Trainerin, okay. Ich weiß hier nicht, wo du hin willst. Aber was sagst du zu einem Kämpfchen? Zu einem Kämpfchen sage ich doch nie Neinchen. Jächen. Schnells. Du setzt jetzt mal den Teerschneider ein. Oh mein Gott. Vielleicht bringe ich Freaky wirklich ein. Ey, Knilz, ich liebe dich. Aber du machst immer so eine Scheiße, wenn ich gegen dich kämpfe. Wie Igelsam oder wie Igelsam oder wie noch mehr Igelsam, dass ich dich einfach nur am liebsten vernichten würde. Aber du bist trotzdem toll. Auch wenn du mir gerade auf den Sack gehst. Bam, Tackle. So, machen Aufruhr. Raste voll aus, Gorgi. Ihm sollte ich vielleicht auch mal Stärke bereiten, um einen starken Stat zu haben. Ihr wisst schon, same Typ Attack Bonus. Type. Sorry, wenn schon dann komplett Englisch, nicht wahr? Mach deinen Aufruhr. Dann raste weiter aus. Schrei, schrei, schrei. So. Bitte nicht noch mehr Pokémon, die mich bepflanzen können. Meryl. Wie viele Merrills haben wir eigentlich schon gesehen in unserer Karriere jetzt hier, in diesem Let's Play, nenn ich's mal? Nenn ich's mal, wieso willst du es sonst nennen? Walkthrough hatten wir im letzten Part schon. Kriegst normalen Kratzer, zack. Ich denke, ob nun drei Zerkratzer oder drei Schnatzer. Zerschnatzer, genau. Passt. Ist ja egal. Ich denke jedenfalls, dass wir auch drei Zerschneider gebraucht hätten. Du kannst meine Verteidigung so weit senken, wie du willst. Du wirst eh nicht mehr zum Angriff kommen, da Freaky dich jetzt eiskalt zerstört. Na, kein Level up. Oh, Irene wurde besiegt. Hui, du bist ein außergewöhnlich gut. Ein außergewöhnlich gut. Hm, so sagt man das. So, in die Wüste können wir ja leider noch nicht. Schade eigentlich. Hier können wir auch coole Pokémon fangen. Ich hoffe ja auf einen Knackleon. Oder ein weiteres Pflanzen-Pokémon nach den. Ja, ihr wisst schon. Ich bin völlig voller Schwung und mein Pokémon ist nicht minder. Wer drückt sich so aus? Ich habe das Bedürfnis, dein Gesicht nach hinten zu ziehen, aufgrund deiner Ausdruckweise. Ein Sandan! Sandan ist toll. Sandan hat aber eine gute Defensive, das heißt, du wirst wahrscheinlich wieder 1000 Schläge brauchen, Freaky. Ja, war klar. Vor allem, wenn er es für nötig hält, seine Defensive, die schon gut genug ist für diesen Typ jetzt hier, noch weiter zu erhöhen. Und dir dann auch noch Sand ins Gesicht streut, ey. Habe ich gerade eben gesagt, Sandan ist cool?
Verschwinde, Sandan. Verschwinde einfach. Gut, hat gereicht. Ohne einmal daneben zu schlagen, ich bin schwer beeindruckt. Level 21. Dim, 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 dim. Spieler besiegt Camper Ronald. Ronald meine ich, mein Pokémon. Das Problem ist, wenn ich dem jetzt allen Stärke beibringe, habe ich eine VM, die ich erst in Segra so spätestens wegmachen könnte, weil da der Attackenverlerner-Typus ist. Und ich hoffe, ich war schnell gerade die ganze Zeit zu weit weg vom Mikrofon und hier haben wir Gras, das heißt, wir können hier ein neues Pokémon fangen. Aber erstmal machen wir die Trainer kalt. Ich bin stark. Ich weine bestimmt nicht, wenn ich verliere. Ich will es jetzt nicht nochmal sagen. Wie oft haben wir jetzt schon Leute hier zum Heulen gebracht? Das ist doch... Ich habe aufgehört zu zählen bei 17. Dim, 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 dim. Du kriegst einen Teerschnei. Ey, das würde ihm echt gut tun, die Attacke. Ich bin mir echt sicher, dass es das würde. Aber wie gesagt, nachher kriegen wir noch bessere Attacken oder wir kriegen tolle TMs, die wir ihnen beibringen wollen. Und dann können wir erst den Seeker so, falls... Ich will nicht den Teufel an die Wand malen. Falls sie überhaupt so lange überleben sollten. Das weiß man ja nie, wie schnell es wieder vorbei ist in dieser Challenge. Da da dam, bla, na so Gott. Ja, ich muss das mit mir selbst ausmalen. Ich lasse es erstmal dabei und gucke, ob sie jetzt noch was Vernünftiges von selber lernen. Dann muss ich ihnen Stärke nicht so beibringen. Da-da-dam. Denn dafür haben wir ja DK. Wusste ich. Ich wusste es. Und das wäre Nummer 18. Wenn ich gerade eben 17 gesagt habe. Ich glaube ja, oder? Machst du ein Picknick, dann musst du einfach vor Freude laut singen. Komm, wir singen zusammen. Let's sing together. Na, 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 na. Let's sing together. Not alone. You're not alone. Oh, ein cooles Lied. Von einem coolen Anime. Schneider. Wow. Freaky, ich bin schwer beeindruckt, so will ich das sehen. Ich bin auch ein Schwalbini. Oder irgendwas anderes mit Flügeln. Halt, was zum Fliegen. Naheliegend, oder nicht? Ja. Hätten wir jetzt Stärke gehabt, wäre das mehr als die Hälfte gewesen. Und im nächsten Treffer wäre wahrscheinlich Downer. Nein. Ja, ja, ich weiß, ich beschwere mich ja nicht. Ist es ja... Liegt ja an mir, ob ich dem Pokémon nun Stärke beibringen möchte oder nicht. Das kann das Pokémon ja nicht. Dafür kann das Pokémon ja nichts. Trotzdem wollte ich es nur mal anmerken und so. Spieler besiegt Picknickerin Natalie. Natalie, genau. Oh, du triffst die Töne besser als ich. Natürlich tue ich das. Hast du gehört? So, wollen wir doch mal gucken, was hier für uns wartet. So, wer... Saffe darf schwächen. Einfach, weil ich glaube, dass... er das am besten kann. Und wir kriegen ein... Cool. Das finde ich cool. Also, das finde ich echt cool. Du hältst eine Feuerattacke aus, oder, Saffe? Eine Glut? Ja, locker. Gut, dann schwäche es noch ein bisschen. Stopp. Gut. Oh, oh. Fuck you. Don't be confused. Da greif mich doch lieber an. Ja, danke. Saffe muss jetzt standhalten. So, Kamaup möchte ich haben. Stand, glaube ich, auch auf der Liste, wenn nicht sogar mehrmals. Wollen wir doch mal sehen. Yes, sir! Toll! Kamaup wurde gefangen. Für Kamaup wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Kamaup speichert fast 1200 Grad heißes Magma in seinem Körper. Soll also heißen, es würde jeden Menschen töten, wenn es einspucken würde. Aber gut, hey, Pokémon-Logik. Wenn es nass wird, kühlt das Magma ab und wird hart. Dadurch wird der Körper dieses Pokémon schwer und seine Bewegungen träge. Möchtest du dem Pokémon einen Spitznamen geben? Ich gucke auf die Liste, Moment. Ja, Kamaup stand unglaublich oft auf der Liste. Einmal, merke ich gerade, stand so drauf. Aber einmal ist besser als keinmal. Das heißt, ich kann einen festen Namen vergeben. Und das ist Tamacha. Tamachan. Ja, richtig geschrieben, okay. Oh yeah, willkommen im Team, Tama. Du hast sogar ein Item für uns. Was trägst du denn? Bestimmte Frage-Erbeere, ne? Ja, eine Frage-Erbeere. What I said. Tama ist im Team. Schön. So, aber
wird wahrscheinlich jetzt auch noch nicht wirklich zum Kämpfen kommen, einfach weil ich es dann erstmal trainieren werde. Nachdem wir diesen Wanderer verprügelt haben. Meine Beine sind durch das Klettern des Berges richtig muskulös geworden. So leicht werden sie also nicht einknicken, mein Freund. Ich hatte nicht vor, dir die Beine zu brechen, also ist in Ordnung. Musste ich gleich so ausrasten, Kollege. Du hast viel zu viele Pokémon, weißt du das? Und sie werden alle so schnell wie ein Kartenhaus in sich zusammenfallen. Und was geht hier gerade in meinem Haus? Irgendwie seltsame Geräusche. Irgendwer verscharrt schon wieder die Leichen im Keller. Verdammte Scheiße, Mann. Ich sollte da endlich mal lernen, die zu entsorgen. Wie geht das Lied nochmal? Na, na, auf meinem Sofa. Ist es wirklich in meinem Keller liegt eine Leiche? Weiß ich gerade nicht. Egal. Von SDP. So heißt die Band, nicht SPD. Das ist was anderes. Dam, 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 dam. So, und da erreicht Jim ja gleich schon Level 28. Ja, genau. Es überspringt einfach mal alle Level und geht direkt zu Level 28. Nee, Level 23, wollte ich sagen. Zack. Wunderschön. Das ist sehr effektiv. Da-da-da-dam. Jim erreicht Level 23. Spieler besiegt Wanderer Heimke. Aua, ich habe Muskelkrämpfe. Das ist echt scheiße, Kollege. DK. Do it. Wie wäre es, wenn wir kämpfen? Du und ich. Mann, ist das lustig, ey. Das ist, ich kann deinen Lachkram verstehen, Kollege. Eine Herausforderung von Wanderer Gisbert Kamaup. Habe ich eben auch gefangen. Und natürlich wechsle ich ausgerechnet jetzt um, wo das Pokémon kommt, was ja für Jim einfachste Beute wäre. Da doppelte Wasserschwäche und so. Aber egal, passt schon. DK macht das. Natürlich, hast du was anderes erwartet? Nein, habe ich nicht. Immer gleich aggressiv werden. So, mach Rollo. Das darf Saffe mal wieder machen, nach langer, langer Zeit. Da, 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 da. Moment, wir kommen gleich direkt nochmal in ein neues Gebiet. Vielleicht fangen wir da ein Quirtle. Ein Quirtle. Quirtle, Quirtle. Oh. Ratschlag. Das sehe ich überhaupt nicht ein. Zack. Und down. Ein Quirtle-Fang. Das wäre nicht schlecht, aber ja. Hoffentlich nicht noch ein Kamaube. Ich möchte nicht zweimal dasselbe Pokémon haben. Ich habe verloren. Ja, das ist total lustig, ich weiß. Weil du so schlecht bist. So, da kommen wir nicht rein. Die lassen uns nämlich nicht rein. Grummel, Grummel. Wo bleiben nur die anderen, die in Laubwechselfeld fahren? Sie sind spät dran. Grummel, Grummel. Richtig. Wenn ihr euch erinnert, müssen wir demnächst auf den Berg hier klettern. Team Magma, hätte ich schon fast gesagt, Team Aqua zu verkloppen. Ja, Team Magma, weil hier Magma ist und Feuer und Heiß überall, würde halt besser passen, so wisst ihr Bescheid, ne? Oh mein Gott, Mann! Hier, gut, Stärke können wir nicht einsetzen, das heißt, wir können nur einmal Rollo. Ja, gut, fangen wir. Windstoß! Fuck off, Saffe! Hab ich's dir nicht schon mal früher gesagt? Halt dich zurück! Oder nee, das war Jim, ne? Egal. Pokéball los. Wir können jedes Pokémon gebrauchen. Es ist weiblich. Wieso ist es weiblich? Ich wollte nie ein... Was? Wenn ich eines nie sehen wollte, dann ist es ein weibliches Machomai. Wenn du nur Kampf attacken kannst, kannst du meine Defensive ruhig senken, wie du willst. Das wird dir nicht viel bringen. Da vierfach Resistenz und so. Das ist toll. Macholo wurde gefangen. Macholo trainiert, indem es ein Georock hochhebt, als wäre es eine Hantel. Es gibt auch Macholo, die durch die Welt reisen, um alle Arten der Kampfkunst zu erlernen. Na toll. Möchtest du dem Macholo einen Spitznamen geben? Selbstredend. Ich guck mal nach. So, Macholo wurde zweimal genannt und ich gebe ihm den liebevollen Namen. Wo ist er denn? Ach nee, Moment. Ich muss ihn anders nennen. Jeder weiß ja, wer gemeint ist. Blackhand Kommando ist damit gemeint.
Das heißt, ich nenne ihn Jeff Hand. Natürlich, wie soll ich ihn nur sonst nennen? Jeff Hand wurde auf den PC übertragen. Wie man das halt so macht. Mache ich das jetzt schon? Gott verdammt, Mann! Ich durchquer die Höhle noch. Ein Slimer, ja, das wäre auch cool gewesen, aber... Now it's fucking too late for this. Hoch geht's. Hoch, schnell. Wer geht mir hier? Jetzt kommt ein Quirtel, tatsächlich. Ich glaube, ich könnte kotzen. Na egal. Passt schon. Es ist halt nur selten, ne? Also verhältnismäßig für diesen Ort hier. So. Dann würde ich sagen, das war's in... Wir können hier direkt schon wieder ein neues Pokémon fangen. Geil. Oh, jetzt geht's aber los, Leute. Im nächsten Part machen wir weiter. Bis dahin. Ciao.